Bin ich jetzt eigentlich gleich hoch wieder wie vorhin oder bin ich niedriger? Müsste niedriger sein, aber bei der zweiten Bridge hat schon wieder fast gleich ausgesehen. Andersräudig, bin ich ehrlich. Das letzte Stückchen war richtig ranzig. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was Sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben Sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Junge. Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen. Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich. Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Und als allerletzten Rat noch... Ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Was? Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Brr. Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Ja, moin. Boah, ich hab 7 Points.
Junge. Das ist komplett. Blödelü, blöder Wichs. Hart. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Genau wie Kalinak damals. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Pyrat. Hat. Was soll der Schmutz jetzt schon wieder, ha? Kann er vielleicht ein bisschen Gas geben oder gehe ich jetzt 340 Meter wie angeschissen? Wie angeschissen, Alter. Herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wunderbar. Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Sabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Junge, Junge, Junge. Halt dich von den Arenen fern.
Mach doch lieber einen Tag. Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pargan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Das ist nicht explodiert, what the fuck? Okay, weg. Moin. Okay, das sieht mich eh nicht da oben. Vielleicht bekomme ich noch ein bisschen Muni raus. Let's go. AJ, im Namen des Goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita, danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Und dieser Weg führt dir über Pagan. Ah ja.